Hallo? Oh, das tut noch gar nicht. Ah, vielleicht doch. Tut mein Mikro. Ja, können Sie mich hören? So, ich glaube, wir können anfangen. Es ist jetzt Viertel nach und dann starte ich einfach mit dem Haupteck. Lieber Ingo, lieber Cevat, liebe Alida Bremer, liebe Freundinnen, Kolleginnen, liebe Freunde und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste der Poetikdozentur. Schön, dass Sie da sind, dass wir da sind, dass der Saal so voll ist und dass wir, anders als natürlich befürchtet, auch im Herbst hier zusammensitzen können. Viele Jahre war mir das ehrlich gesagt gar nicht so ganz klar, dass ein Saal voller Menschen an sich schon irgendwie eine Freude ist, wenn alle da sind. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass Ingo Schulze, Cevat Karahasan und heute Abend auch schon Alida Bremer bei uns sind. Ingo Schulze muss ich Ihnen natürlich nicht vorstellen. Ingo Schulze muss man niemandem und nirgends mehr vorstellen. Entweder Sie kennen ihn schon lange, zum Beispiel als jungen Autor des Buches 33 Augenblicke des Glücks von 1995, das gleich unter anderem mit dem Aspekte Literaturpreis ausgezeichnet wurde, oder Sie erinnern sich an Simple Stories von 1998, einen Roman aus der ostdeutschen Provinz. Vielleicht sind Sie auch Freunde geworden von Adam und Evelyn oder Sie haben den 12-jährigen Waisenjungen Peter Holz aus 2017 staunend durch sein Leben begleitet. Von dem erfahren Sie ja nachher dann auch noch viel mehr. Die rechtschaffenen Mörder von 2020 und der zuletzt erschienene Essayband, der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, wurden wie, ehrlich gesagt, und das ist, glaube ich, wirklich eine Ausnahme, eigentlich alle Texte von Schulze von allen großen deutschen und sogar internationalen Feuilletons nicht nur gelobt, sondern tatsächlich zum Teil richtig gefeiert. Nicht so, und das muss man, glaube ich, hier auch sagen, war das allerdings manchmal mit denjenigen Positionen, die Schulze als politischer Autor vertritt. Lange über meine Jugendjahre hinaus hing ich der Überzeugung an, dass derjenige, der es wagt und dem es gelingt, die offensichtliche Wahrheit für alle hörbar auszusprechen, die Mehrheit zwangsläufig auf seiner Seite haben würde. So schreibt Ingo Schulze 2017 in einem Essay mit dem Titel »Wer ist wir?« Erinnern Sie sich an dieses Gefühl? Man muss schon ein wenig nachdenken, um diese Stimmung aus den Tiefen einer leicht sentimental gestimmten Erinnerungsschublade auszugraben. Man denkt und man sagt, was Sache ist, was offensichtlich wahr ist und alle nicken. Man räumt seinen Müll von der Parkbank, klar, alle nicken, schaut rechts und links beim Überqueren der Straße und nicht in seine Handfläche, alle nicken. Man reist, um andere Kulturen kennenzulernen und nicht, um 5000 Kilometer entfernt in gated communities möglichst wenig Kontakt mit Einheimischen haben, alle nicken. Man rettet Menschen aus Seenot. In Europa wird es keine Kriege mehr geben, klar, alle nicken. Der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace hat in zu einer Abiturrede, eine Abiturfeier in Missouri, eine Parabel verwendet, die Ingo Schulze sehr schön in einem Interview zitiert. Die liefere ich Ihnen jetzt auch. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: Morgen, Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: Was zum Teufel ist Wasser? Offenbar sind wir alle ganz schön alte Fische. Wir wissen nämlich mittlerweile, was Wasser ist, dass es zu warm ist, dass es zu knapp ist und dass es zu schmutzig ist und dass es bald zu teuer sein wird. In unserer Umwelt ist nichts mehr selbstverständlich wie den kleinen Fischlein, weder ausreichendes Wasser noch Schnee zu Weihnachten. Aber plötzlich ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass es drinnen im Winter warm ist. Nicht nur Wasser, sondern auch Gas kann knapp werden. Und es ist also überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass man in einem Raum zusammensitzt
und nicht friert, Ruhe und Sicherheit hat, um sich Vorträge von Ingo Schulze anzuhören. Wie in die Pubertät gekommene Fische staunen wir über all das Wasser, das uns umgibt. Vielleicht wird man so endlich klüger, aber man wird eben auch melancholischer. Mit den Selbstverständlichkeiten wird auch das Wir-Gefühl flüchtiger. Denn auch in anderem Sinne ist vieles nicht mehr selbstverständlich, dass Eltern konservativer sind als ihre Kinder, dass alle Menschen gleich sind und eben gleiche Rechte haben, dass man seine Meinung sagen kann, ohne einen Shitstorm zu fürchten zu müssen, dass sein politisches Amt einen gewissen Respekt genießt, so wie Feuerwehrleute und Sanitäterinnen. Selbstverständlichkeiten müssen, das ist richtig, distanziert, ausgeleuchtet und bedacht werden. Sie müssen aus einer anderen Perspektive betrachtet und sollten eben dann nicht mehr selbstverständlich sein. Und doch hinterlässt der wirklich schöne Satz von Schulze über die Selbstverständlichkeit des Wahrsprechens, über die Selbstverständlichkeit der berühmten Paresia, wie die Griechen sie genannt haben, über die Paresia seiner Jugendjahre bei uns eine leise Melancholie. Selbstverständlichkeiten sind schließlich auch die freundlichen Routinen des Alltags. Mit den Selbstverständlichkeiten geht es mir wie den Fischlein. Man wirkt ein wenig naiv dabei, aber man lebt auch ganz gut damit. Man kann selbstverständlich davon ausgehen, dass jemand, der da ist, auch dahin gehört. Man kann ihn aber auch immer und wie immer wieder fragen, ob er schon angekommen sei in der BRD. So zum Beispiel, so wie Ingo Schulze das in einem Essay beschreibt und die schwarze Autorin Taye Selasi genervt bemerkt, dass sie nicht immer gefragt werden wolle, wo sie herkomme. Ewiger Zonenhintergrund ist wie ewiger Migrationshintergrund. Gibt es überhaupt einen Westhintergrund? Habe ich eigentlich auch einen Hintergrund? Und wenn nicht, ist das gut oder fehlt mir eigentlich was? Wie lange ist man ein Ostdeutscher oder eine Türkin? Wie ist das mit den Selbstverständlichkeiten? Kann man sie haben und zugleich nicht haben? Kann man sich wie ein Fisch im Wasser fühlen und doch zugleich das Wasser spüren? Aus zwei Perspektiven schauen, aus Ost und West, ja sogar vielleicht aus Nord und Süd? Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, und das wollen Sie unbedingt wissen, dann müssen Sie lesen, dann müssen Sie Bücher lesen, die politisch sind, aber nicht ideologisch. Und das hat uns Cevat Karahasan gestern erklärt, der Unterschied zwischen politisch und ideologisch. Politisch ist jedes Buch, das sich an jemanden anderen wendet, jeder Satz. Und nur die, die sich immer nur selbst gehören, das sind die Ideologen. Wenn Sie also wissen wollen, was es auf sich hat mit Selbstverständlichkeiten, mit ihrem Charme und ihrer Banalität, wenn Sie ein Gefühl für Selbstverständlichkeiten und ihre Verführung, ihre Gefahren, ihre Abgründe, aber auch ihr freundliches Gesicht, ihre wohlige Wärme wissen wollen, dann müssen Sie Schulze lesen. Und natürlich Karahasan. Heute können wir ja mal mit Schulze anfangen. Zum Beispiel mit seinem total unmöglichen, nervigen, altklugen, liebenswürdigen, hinreißend, tölpelhaft charmanten Waisenjungen Peter Holz, der zu Beginn des Romans Essen schnort und am Ende sein Geld verbrennt. Oder Sie versuchen es mit dem Antiquar Paulini, dem hochgebildeten, feinsinnigen, vielleicht Terroristen. Über lange Passagen vergisst und verliert man sich in den wunderbaren Erzählungen von Schulze und dann plötzlich spürt man, dass sich etwas tut und dass man ins kalte, ja ins eiskalte Wasser geworfen ist und plötzlich gar nicht mehr genau weiß, wie schwimmen geht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend dabei. Vielen Dank für die Einladung nach Tübingen. Vielen Dank für die schöne Einführung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich bin sehr froh, dass ich hier nicht alleine eingeladen worden bin, sondern mit Cevat Karahasan, mit Alida Bremer und auch mit Nazar Cecerovic, der gewissermaßen gerade im Anflug ist. Ich würde Ihnen jetzt am liebsten aus dem Peter Holz vorlesen, morgen Vormittag aus den rechtschaffenden Mördern, morgen Nachmittag halte ich dann diese Vorlesung, damit Sie sozusagen den Hintergrund haben, denn mein
Mein Vortrag hat den Titel »Wer die Geschichten und die Geschichte schreibt« zur Entstehung der Romane Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst und die rechtschaffenen Mörder. Ich hoffe aber, dass auch diejenigen unter Ihnen, die diese Bücher nicht gelesen haben, die vielleicht auch noch nie was von mir was gelesen haben, trotzdem eine gewisse Freude oder Interesse in dieser Stunde haben werden, zu der ich Sie verdonnere. Also wenn es einer gar nicht aushält, ist das auch gar nicht schlimm, wenn Sie vorher gehen. Aber ich werde Sie doch ungefähr eine Stunde beanspruchen müssen. Die Fragen können, glaube ich, also Sie sollten sich die Fragen, die Sie haben, die Proteste und so weiter, Sie können die auch gleich danach äußern. Sie können die aber auch noch mal überlegen. Und am Mittwoch und Donnerstag, da wird es ausführlich Zeit geben, dass wir alle miteinander ins Gespräch kommen. Aber ich möchte wirklich niemanden, der heute was sagen möchte, abschneiden. Es gibt sogar Saalmikrofone. Es ist in aller Regel schwierig zu sagen, wie man zu der Idee, zu einem Buch gekommen ist. Im Fall von Peter Holz kann ich das relativ leicht sagen, weil ich vor knapp 10 Jahren im Februar 2013 von den Wirtschaftsseiten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Angebot bekam. Und zwar machten die ein Pro und Contra, weil Hasso Plattner, der Mitbegründer von SAP, ungefähr 5,4 Milliarden spenden wollte. Oder nein, die Hälfte seines Vermögens von 5,4 Milliarden Euro. Und die machten ein Pro und Contra und hatten mich für das Contra vorgesehen. Wir vermuten, dass Herr Schulze eher auf der Contra-Seite ist, was mich wirklich geärgert hat, dass ich so leicht auszurechnen bin. Ich habe das zweimal abgesagt und mich dann sehr geärgert, dass ich das abgesagt habe, weil ich mit dem verantwortlichen Redakteur da auch einen Zoff hatte, der mich sehr merkwürdig vorher behandelt hatte. Und habe das dann geschrieben, dieses Contra, allerdings in der Art und Weise, dass ich gesagt habe, mich als Leistungsträger dieser Gesellschaft macht das unglaublich wild und verrückt, dass da jemand seine Milliarden verschenkt. Also warum mache ich denn, warum source ich alles aus, warum strebe ich nach höchster Effektivität, warum versuche ich sozusagen meine Konkurrenten auszutricksen, ja, um dann am Ende Milliarden zu verschenken, das ist doch wirklich Quatsch. Und wenn ich mich mit 1 Milliarde genauso gut fühle wie mit 3 Milliarden oder mit 6 Milliarden, was soll dann die ganze Schufterei? Und habe dann am Ende empfohlen, doch wenn Sie partout spenden wollen, Hasso Plattner, dann zu niemandem ein Wort, übernehmen Sie klammheimlich die Mehrkosten von Stuttgart 21 oder einen Teil davon. So käme das Geld lautlos aus der Welt und zurück in die Wirtschaft und störte nicht weiter. Bitte überlegen Sie es sich noch einmal. Und wie das so ist, wenn man so Dinge geschrieben hat, dann wartet man auf eine enthusiastische Reaktion. Und 16 Uhr rief mich dann tatsächlich die Redakteurin an und fragte, ob ich meinen Artikel nicht umschreiben könne. Das ist doch nicht Ihre wirkliche Meinung. Ich habe dann versucht zu begründen, warum ich das genau so sagen wollte. Das ging immer hin und her. Ich fragte sie dann, ist das jetzt eine Absage oder eine Überlegung? Und die Antwort war, wir überlegen noch. Am nächsten Tag kam dann die Absage, mein Text sei schlicht und einfach für Ihre Leser zu kompliziert. Ich hole Sie nicht da ab, wo Sie stehen. Und ich muss sagen, mal einen Schluck, bin doch ein bisschen aufgeregt. Ich muss sagen, dass mir das damals ziemlich, also jetzt kann ich da so drüber reden, aber das hat mich damals ziemlich getroffen und ich war so ein paar Tage etwas ratlos. Und dann kam ich aber auf die Idee, dass ich das alles sehr interessant fand und dachte, mehr, also ich hätte ja alles kritisieren können und so, aber diese Übertreibung der Gegenthese löste offenbar viel mehr aus, als es jetzt eine vorgesehene Kritik gemacht hätte. Und für mich war das die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Literatur? Ließe sich aus diesem Ich des Artikels eine Figur ableiten, die ihren Worten auch Taten folgen lässt und das mit einer furchtlosen Konsequenz, wie es sie im Alltag nur selten gibt? Wäre diese Figur dann nicht ein Schelm oder ein Tor, in jedem Falle aber eine Art Picaro-Figur? Picaro, Sie werden das wissen aus dem Spanischen, dieser, also Cervantes mit dem Don Quixote, aber für Deutschland gerade der Simplicius Simplicissimus. Und da gibt es ja viele, bis in unsere Tage, Oskar Mazzerat ist gewissermaßen ja auch eine Picaro-Figur.
hatte ich die Funktion der Literatur nicht immer darin gesehen, die Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen und nach dem eigenen blinden Fleck zu suchen. Und was war eine Picarot-Figur, wenn sie nicht eine unalltägliche Distanz zu unserem Alltag besaß, um die Selbstverständlichkeiten, die uns lenken und leiten, ohne dass wir uns ihrer bewusst wären? Denn sonst wären sie ja keine Selbstverständlichkeiten, als solche zu erkennen und diese Selbstverständlichkeiten als etwas Gewordenes und Gemachtes zu begreifen. Anders gesagt, ging es darum, unsere Gegenwart als historisch zu begreifen. Ich hätte natürlich auch einen Außerirdischen in Mitteleuropa landen lassen können, aber dieses Genre liegt mir nicht. Zwischen dem Auftauchen dieser Idee und dem Anfang des Peter Holz lag ungefähr ein Jahr. Ein halbes Jahr lang probierte ich herum, ich veränderte alle paar Tage die Konstruktion des Buches. Es kam ein sehr kompliziertes Gebilde heraus. Ein entscheidender Teil des Schreibens besteht ja gerade aus der Suche nach einem angemessenen Stil, einer angemessenen Struktur, nach Figuren und Konstellationen, die zusammen einen Nukleus ergeben, aus dem etwas hervorwachsen kann. Das wusste und das weiß ich, aber jedes Mal von Neuem ist das Gefühl fast übermäßig, dass ich es diesmal nicht bewältige. Oft stelle ich mir vor, irgendwann einmal das fertige Buch in Händen zu halten und ich, der Ratlose, würde darin lesen können. Die Figur des Peter Holz entsprang keineswegs fertig meinem Kopf. Den Beginn des Buches, ich könnte auch sagen die Geburt des Peter Holz, verdanke ich einem anderen Buch, wie das meistens so ist. Julio Jurenito von Ilja Ehrenburg aus dem Jahr 1922. Dieser Picarot-Roman beginnt in einem Pariser Café. Der Ich-Erzähler hofft darauf, dass ein Bekannter oder Freund das Café betritt, um ihm jenen Kaffee zu bezahlen, den er bereits getrunken hat. Und plötzlich wusste ich, wie mein erstes Kapitel aussehen könnte. Ich ahnte mehr, als dass ich es wusste, dass Geld ein Katalysator und roter Faden der Handlung sein könnte, ja müsste. Denn jener Peter, dessen Lebensweg ich bis in die Gegenwart nachzuzeichnen hoffte, ließ sich wohl am besten durch sein Verhältnis zum Geld beschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Überarbeitungen das erste Kapitel erfahren hat. Ich habe immer wieder daran geändert, denn das erste Kapitel fixiert ja den Einfallswinkel, in dem das Erzählen auch später auf die Wirklichkeit treffen wird. Auch die Arbeit an der Figur des Peter war erst nach dem letzten Kapitel samt aller Überarbeitungen beendet. Denn ich wusste ja selbst nie, wie diese Figur aus dem nächsten Kapitel, geschweige denn aus dem nächsten Buch, der Roman unterteilt sich in 10 Bücher, hervorgehen würde. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich im ersten Kapitel zu fällen hatte, war das Erzähltempus. In der deutschen Schriftsprache ist es das Imperfekt, in der Umgangssprache das Perfekt. Wer im Imperfekt erzählt, verfügt ohne eigenes Zutun über einen überwältigenden Resonanzraum, auf den zu verzichten schwerfällt. Das Imperfekt verzerrt die Realität allerdings schon allein durch die Gewissheit, dass der Erzähler alle Abenteuer lebend überstanden hat. Wie sollte er auch sonst davon berichten können? Zudem besitzt er einen enormen Wissensvorsprung gegenüber dem Leser. Mein Peter Holz sollte aber nicht mehr wissen, als er in diesem Augenblick, der er spricht, wissen kann. Er durfte nicht weiter in die Zukunft sehen können, als seine Fußspitzen reichen. Das Präsens schien mir also das angemessene Tempus für diese Art von Erzählung zu sein. Ich hatte nicht vorgehabt, noch einmal über die DDR-Zeit zu schreiben. Mich interessierte die Zeit nach 1989. Aber wer kann von außen auf den heutigen Status quo blicken, wenn nicht einer, der nicht im Westen geboren worden ist, dem der private Besitz an Produktionsmitteln keineswegs selbstverständlich oder gar naturgegeben erscheint? Darüber hinaus erschien es mir notwendig, beide Systeme, wie auch das kurze Interregnum vom November 1989 bis in den Sommer 1990 mit diesem Peter Holz zu durchwandern. Kapitel für Kapitel, Buch für Buch sollte die jeweilige Zeit durch das Verhalten von Peter mit ihren eigenen Idealen konfrontiert werden. Wenn ich aufmerksam wäre und Glück hätte, würde Peter Holz die verschiedenen Systeme einer Art Lackmustest unterziehen. Nachdem Peter auf der Polizeistation gelandet ist, weil er unverfroren die Zeche geprellt hat, er sagt, im Kinderheim müssen Sie mich ja auch ernähren, also warum nicht hier in diesem Restaurant, wird er von einer Familie in Berlin-Treptow adoptiert.
Das Leben einer Familie hat er nie kennengelernt und damit auch nie erlernt. Allein in einem Raum zu sein, ist für ihn keineswegs erstrebenswert, sondern eher unangenehm. Als Kind und auch als Jugendlicher hatte ich nichts so sehr gefürchtet, als in ein Kinderheim zu müssen, falls meine Mutter, sie war alleinerziehend, etwas zustoßen sollte. Für Peter ist das Kinderheim das Gewohnte und die bürgerliche Familie das Fremde. Er trennt nicht zwischen familiärer und offizieller Welt. Als Heimkind und Liebling des Direktors ist seine Familie die gesamte Gesellschaft. So erklären sich auch einige seiner Eigenschaften, die ich gar nicht intendiert hatte, die sich aber während des Schreibens als Konstante erwiesen. Da ist vor allem seine Angstlosigkeit. Vor wem soll er sich fürchten, wenn doch alle dazugehören? Und wer sich nicht so verhält, wie es sich für ein Mitglied der Familie gehört, muss erzogen werden, vielleicht auch bestraft und zur Erkenntnis dessen, was er falsch gemacht hat, durch Argumente und richtige Vorbilder gebracht werden. Dieser Wesenszug macht ihn nicht nur altklug, sondern auch gefährlich, wie jeden, der sich im Besitz der Wahrheit dünkt. Als er in Schwierigkeiten gerät, weil er im Stimmbruch Arbeiter- und Kampflieder gesungen hat zur Musik einer Punkband und die Staatssicherheit als Helferin auf den Plan tritt, freut er sich, mit der Avantgarde der Weltrevolution in Kontakt zu kommen. Natürlich will er mithelfen, die Welt besser zu machen. Da er aufgrund seiner Vorbehaltlosigkeit und Offenheit nicht gelernt hat, sich konspirativ zu verhalten, berichtet er freimütig und stolz von seinen neuen Gefährten und fliegt sofort wieder raus. Ihm ist es peinlich, weshalb er nicht darüber spricht und so für alle anderen weiter ein Spitzel bleibt. Der Roman besteht über weite Strecken aus Dialogen, denn Peter ist einfach gestrickt, er ist im wahrsten Sinne ein Holzkopf. Abstufungen und Kompromisse, aus denen das Leben bekanntlich besteht, sind ihm unverständlich und fremd. Sein Innenleben ist identisch mit seinem Sprechen und Handeln. Deshalb geraten ihm Begegnungen in aller Regel zu Konfrontationen. Unvermeidlicherweise muss gesprochen werden, es muss sogar viel gesprochen werden, da Peter die Gespräche durch seine offensiv vorgetragenen Ansichten wie durch sein Verhalten herausfordert. Dadurch aber wird jede und jeder und die jeweils eigenen Gewissheiten auf die Probe gestellt. Das gilt für die Zeit der DDR, für die des Übergangs, für die Zeit der neuen BRD. In der ersten Hälfte werden die Konflikte aber erst vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Zeit nach dem Ende der DDR interessant. So kann eine Differenz zwischen dem damaligen und den heutigen Selbstverständlichkeiten evident werden, was hoffentlich Kritik in beide Richtungen, sowohl am Osten wie auch am Westen, freisetzt. Da die kommunistischen Ideale ohne das Christentum kaum denkbar sind, erschien es mir möglich, Peter zum Christentum zu bekehren, ohne dass er seine kommunistischen Überzeugungen darüber verleugnen muss. Statt in die SED tritt er in die CDU ein, die Partei des späteren Wahlsiegers, in der Peter wiederum zum Königsmacher des neuen Parteivorsitzenden wird. Seine Geschichte als Unionsfreund, so nannten die sich damals, zu erzählen, ist die Erfolgsgeschichte einer Blockpartei, die dank ihres gleichlautenden Namens sehr spät, erst Anfang Februar 1990, also nur 6 bis 7 Wochen vor den ersten Wahlen im Osten am 18. März, von ihrer westlichen Schwester ins Herz gedrückt wird. Noch am 22. Dezember 1989, als Helmut Kohl durchs Brandenburger Tor wandelte, hatte er seinen späteren Unionsfreund de Maizière ignoriert. Bis heute ist das schwierige Verhältnis von Ost- und West-CDU ein weitgehend übersehener oder verdrängter Prozess, der viel von den Mechanismen verrät, die zum Wahlsieg der diskreditierten Ost-CDU führten und die originären Kräfte des Ostens, die sich hauptsächlich in der Bürgerbewegung und der neu gegründeten SPD fanden, bestenfalls zu Juniorpartnern degradierte. Von da führt der Weg zur Währungsunion und dem Beitritt. Als ich in einem kleinen Kreis aus dem gerade begonnenen Manuskript vorlas, stellte im Anschluss ein befreundeter Kollege besorgt die Frage, ob die Figur des Peter Holz im Laufe der Zeit nicht an seine Grenzen stoßen und allmählich unglaubhaft werden würde. Nehme man dem Kind Peter, vielleicht auch noch dem Jugendlichen, seine Naivität und altkluge Besserwisserei ab, auch seinen Hang zum Extremen, werde das doch für einen Erwachsenen fragwürdig. Diese Angst teilte ich durchaus, die Frage konnte ich allerdings nur durch das Schreiben des Romans beantworten.
Peter Heuss musste aber nicht nur älter werden, er musste auch verschiedene Systeme bewältigen. Wie sieht ein Thor, ein Picaro, ein Schelm unter kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Bedingungen aus? Schaut man sich Picaro-Figuren an, so fällt auf, dass sie relativ statisch und homogen sind, also sich in ihrem Inneren und Äußeren kaum verändern. Meistens werden sie nur unwesentlich älter, ihre psychische Disposition bleibt erhalten. Das gilt nicht nur für den Simplicius Simplicissimus, sondern auch für Fürst Myschtin in Dostojewskis Roman Der Idiot. Nicht ohne Grund hört Oskar Mazzerath aufzuwachsen. Ich vertraute darauf, dass die Sicht von Peter Heuss auf die Welt interessant bleibt, solange sein eigenes Glück darin besteht, dass alle glücklich werden sollen. Dass er sich dabei als furchtlos erweist und als resistent sowohl gegenüber den Versuchungen des Egoismus als auch als nicht korrumpierbar von Geld und Macht, ist seine Picaro-Mitgift und Teil der Versuchsanordnung. Das Älterwerden von Peter Heuss bereitete mir beim Schreiben entgegen meinen Befürchtungen kaum Probleme. Peter gerät immer bewusster in Widerspruch mit dem Status quo, glaubt er als Kind, Staat und Ideologie seien identisch und die Schwachstelle der Gesellschaft der einzelne unvollkommene Mensch, so ist er immer mehr und mehr bereit zu sehen, wie sehr die Herrschenden vom rechten Pfad abweichen. Peter Heuss wird zu einem kommunistisch-christlichen Dissidenten, der sich von den Oppositionellen in der realen Welt eigentlich nur durch sein hohes Maß an Arg und Angstlosigkeit, sein Weltvertrauen, seine Uneitelkeit und seine Unbeirrbarkeit unterscheidet. Besonders interessant wurde es für mich als Schreiber und hoffentlich auch für die Leser in der Zeit des Umbruchs im Herbst 1989. Da plötzlich, gegen alle Wahrscheinlichkeit, verhielt sich die Welt so, wie Peter es immer gepredigt und immer erwartet hatte. Für einige Wochen und Monate sah das alltägliche Handeln tatsächlich wie die Verwirklichung einer Utopie aus. Das Picareske wurde für jene Monate zum Realistischen. Das war für mich der schönste und, wenn ich das sagen darf, auch traurigste Beweis, dass Peter Heuss als Wünschelrute für unsere jüngere Geschichte offenbar taugte. Die erste Hälfte des Romans endet damit, dass Peter Heuss am 19. Dezember in Dresden ins Koma fällt. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Am Abend dieses 19. Dezember hält Helmut Kohl in Dresden eine umjubelte Rede vor der Ruine der Frauenkirche. In dieser Rede macht er klar, wie er sich die Zukunft der beiden deutschen Staaten vorstellt. Die Zustimmung der Mehrheit, wie die Verfolgung derjenigen, die dagegen protestieren, entsetzt Peter Heuss maßlos. Gerade noch hatte er geglaubt, dass es bei einer möglichen deutschen Einheit darum ginge, die Revolution in den Westen zu tragen. Jetzt muss selbst Peter erkennen, dass dem nicht so sein wird. Aber was dann? In seiner Verwirrung läuft er vor ein Auto und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Erzählökonomisch wäre es schwierig gewesen, ihn das voller unerwarteter Entscheidungen angefüllte Frühjahr durchleben zu lassen. Sein halbjähriges Koma aber gab mir vor allem die Möglichkeit, seinen Glauben an einen demokratischen Sozialismus mit aller Härte auf ein Land treffen zu lassen, das sich gerade im Taumel der Einführung der D-Mark im Osten hingibt, was den de facto Beitritt bedeutete. Diese Wendung um 180 Grad stuft ihn gegenüber dem nun schon allgegenwärtigen Westen auf die Erfahrungsstufe eines Kindes herab. Doch bevor das geschieht, gibt es eine Art Scharnier zwischen den beiden Hälften. Es sind Gespräche am Bett des schlafenden Peter. Es ist das einzige Mal, dass nicht Peter erzählt. Mir kamen diese Gespräche, bei denen nicht die Sprecher genannt werden, sondern aufgrund des Gesagten erschlossen werden müssen, wie eine literarische Drehbühne vor. In welcher Richtung sich die Handlung bewegen könnte, würde darin angedeutet. Peter hat sich als Maurer in den letzten Jahren der DDR vor allem um private Mietshäuser gekümmert, die von ihren Eigentümern oder Eigentümerinnen aufgrund der gesetzlich festgelegten niedrigen Mieten nicht mehr instand gehalten werden konnten. Vielfach wurden ihm diese Häuser geschenkt, ein Vorgang, von dem ihm seine Adoptivmutter gewarnt hatte, er würde sich damit nur unglücklich machen und ruinieren. Was im Osten fast ausschließlich eine Belastung gewesen ist, wird über Nacht zu einem Vermögen. Peter Heuss erwacht aus seinem Koma als mehrfacher Immobilienmillionär. Doch Geld und Vermögen sind nichts, was Peter Heuss interessieren. Er weiß, wie schwierig es ist, mit Anstand geldlos zu werden.
Zu den schwierigsten erzählerischen Aufgaben gehörte es, den uneigennützigen Peter vom Kapitalismus zu überzeugen. Das gelingt nur langsam und nur, indem an seine Verantwortung appelliert wird und ihm der selbstlose Unternehmer als der einzig realistische Weg zum Kommunismus angedreht wird oder zumindest als gangbarer Weg in eine bessere Zukunft für alle. Und da Peters Vorstellung vom Glück nach wie vor darin besteht, das Glück aller zu wollen, lässt er sich darauf ein. Allerdings muss er enttäuscht feststellen, dass seine Aktivitäten letztlich immer darauf hinauslaufen, ihn noch reicher zu machen, ohne dass er die Welt verbessert hat. In den von ihm renovierten Häusern und Wohnungen ziehen jetzt andere Mieter ein, weil die Alten die Miete nicht mehr zahlen können. Ein Investment in eine Firma zieht er zurück, weil das Management viele Arbeiter entlässt, was allerdings den Kurs des Unternehmens nach oben treibt und ihm einen satten Gewinn beschert. Er will seinen Freunden helfen und schenkt ihnen Geld, das der Freundschaft nicht gut tut. Er will einer Prostituierten helfen und gründet im Bestreben, ihr sichere Bedingungen zu schaffen, ein Bordell, was auch nicht gut endet. Trotzdem glaubt er lange Zeit, mit Geld ließe sich letztlich alles regeln. Doch als er sich verliebt, steht abermals das ungleich verteilte Geld, er besitzt mittlerweile um die 60 Millionen, zwischen ihm und jener Frau, die nichts besitzt und der die Arbeitslosigkeit droht. Eine nicht unwesentliche Eigenschaft von Peter ist es, dass er, seitdem er aus dem Koma erwacht ist, Monat für Monat, Jahr um Jahr dicker wird. Das ist eine nicht ganz unwesentliche Eigenschaft, die beispielsweise in der Dresdner Inszenierung des Romans als Theaterstück zum Schlüssel einer mich überzeugenden Spielidee wurde. Ich breche an dieser Stelle mit dem Hinweis ab, dass Peter Holz doch noch herausfinden wird, wie die Welt zum Guten verändert werden kann und da bei ihm Erkenntnis auch immer eine Tat nach sich zieht, aber das lesen Sie besser selbst. Ich weiß nicht, ob Sie, während Sie mir hier freundlicherweise zuhören, noch die Überschrift gegenwärtig haben, unter der ich meine Überlegungen gestellt habe. Wer schreibt die Geschichten und die Geschichte? Wer entscheidet darüber, welche Wahrheit in ein Buch gerät? Naheliegenderweise war die erste Antwort ich, Ingo Schulze, geboren, am und so weiter und so fort, habe dieses Buch geschrieben. Um das zu sagen, müsste ich nicht so lange reden und die Uni Tübingen und die Wirth-Stiftung, die mich und uns bezahlen, wären berechtigterweise sauer, wenn sich darin die Überlegungen erschöpften. Nun, ich habe alle Sätze selbst getippt, ich habe mich hier und da bei anderen Autoren und Autorinnen bedient und zum Teil auch schon wieder vergessen, wo überall ich Anleihen genommen habe. Mein Anteil ist unstrittig, welchen Anteil aber hat Peter Holz? Denn was Sie in diesem Buch lesen, ist ja nicht meine Meinung, wie es schon die Redakteurin gemutmaßt hatte, das ist doch nicht ihre wirkliche Meinung. Ja und nein. Es war meine Entscheidung, diesen Erzähler gewählt zu haben, aber der Erzähler, in diesem Fall Peter Holz, entscheidet in einem hohen Maße mit, was ich und wie ich es erzähle. Dahinter steckt für mich die simple Erfahrung beim Schreiben. Sobald ich in Gefahr geriet, die Zeit so darzustellen, wie ich sie selbst erlebt hatte, wurde es im Kontext dieses Romans langweilig. Und augenblicklich hatte sich auch Peter Holz aus dem Staub gemacht. Als Autor war ich gezwungen, mich ganz und gar, oder zumindest soweit es mir überhaupt möglich war, in den Dienst des Peter Holz zu stellen. Mit ihm erlebte ich Geschichten und schrieb an einer Geschichte, die ich vorher so nicht gekannt habe. Sein Blickwinkel, seine Perspektive auf die mir bekannten Ereignisse überraschte mich selbst. Manchmal war ich freudig erstaunt, mitunter peinlich berührt. Bei manchen Stellen müsste ich mich wohl geradezu überwinden, um sie vorzulesen, obwohl es gerade diese Stellen sind, die zu seiner Beurteilung von besonderer Wichtigkeit sind. Ich finde es richtig, wenn der Autor der Diener seiner Figuren ist. Nur dann hat der Autor die Möglichkeit, sich durch die Eigenbewegung des Materials, also durch die den Figuren und der Erzählung innewohnenden Logik, über die eigene Begrenztheit tragen zu lassen. Gerhard Karrhäuser nennt das mit Goethe die Autopoiesis, das sich selbst Machende. Vielleicht ist Autopoiesis besser zu verstehen, wenn man sich klarmacht, dass wir ja nicht nur durch andere Menschen bestimmt werden, sondern auch durch Figuren, die es als lebende Menschen gar nicht gibt, also durch Romanfiguren oder Filmhelden, ob es nun der Werther oder der Carter Moore sind, E.T., Romeo und Julia, Papageno oder Batman oder. Literarische Figuren treten in unser Leben ein, so wie wir in das Leben der Figuren eintreten. Was mir nicht nur bei diesem Buch, sondern
bei allen anderen Büchern ebenfalls wichtig war, natürlich will ich Interesse wecken. Natürlich will ich, dass wer das Buch in die Hand nimmt, unbedingt wissen will, wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Damit aber die Einfühlung nicht zur Überwältigung der Leser wird, braucht es Brüche, die den Lesenden ihre Freiheit zurückgeben und sie darauf hinweisen, dass das, was sie lesen, erfunden oder gemacht ist. Peter Holz trägt, so hoffe ich, seine eigene Relativierung in sich. Wer aber die Picaro-Figur mit einer realistischen Figur verwechselt, sollte zumindest durch die Untertitel zu den einzelnen Kapiteln aus seiner Sehnsucht nach Identifikation gerissen werden. In dem 2,5 Jahre später folgenden Roman »Die rechtschaffenen Mörder« gewann unerwartet das, was ich hier Autopoiesis genannt habe, wie auch die Episierung, also das bewusste Durchbrechen der erzählerischen Illusion, eine noch größere Bedeutung für mich. Auch wenn der Roman »Die rechtschaffenen Mörder«, der im Frühjahr 2020 eine Woche vor dem ersten Lockdown erschienen ist, sich in fast allem von seinem Vorgänger unterscheidet und sich ein Vergleich durch die unterschiedliche Machart der Bücher verbietet, kommt es mir doch so vor, als agierten die Protagonisten in ihrer Gegensätzlichkeit wie aufeinander bezogene Brüder. Die Idee für den Roman entstand aus meiner Beschäftigung mit Josef Roth. Insbesondere die Erzählung der Leviathan hatte mich in ihrer Stringenz, dem Ineinander von mythischen Elementen und Modernität, wie in ihrer Knappheit ergriffen. Der Leviathan war 1940 posthum im Amsterdamer Querido Verlag erschienen, wobei das erste Kapitel schon 1933 in einer Zeitschrift veröffentlicht worden war. Unter anderem faszinierte mich daran, wie Roth legendenartig über seine eigene Zeit schreibt, was mir so vorkam, als drehte er das Fernrohr um. Die Legende, so meine Wahrnehmung, erhöht die Distanz zum Geschehen, macht sie beispielhafter und deutlicher. Es ist eine andere Art und Weise als in Peter Holz, die Gegenwart mit den ihr eigenen Selbstverständlichkeiten fremd anzuschauen und in die Distanz zu rücken. Auch ich wollte mein Fernrohr umkehren, auf die von mir erlebte Zeit richten und die historischen Linien, die sich in ihr womöglich erkennen lassen, deutlicher nachzeichnen. Die Korallen, das geht um den Korallenhändler Nissen Piszczenit bei Roth, die Korallen allerdings waren unwiederbringlich vergeben und ein besseres Äquivalent als Bücher ist mir nicht eingefallen. Also begann ich die Geschichte des berühmten Antiquars Norbert Paulini aus Dresden-Blasewitz zu schreiben, einer Gegend, die mir als Schüler der erweiterten Oberschule Kreuzschule über 4 Jahre hinweg, von 1977 bis 1981, das Zentrum der Welt bedeutet hatte. Ich war froh über eine Idee und einen Anfang und einen Tonfall zu verfügen. Und wie bei Roth sollte auch in meiner Legende ein Erzähler dann und wann unaufdringlich kommentieren. Doch mein Erzähler einmal auf der Welt verlangte mehr und mehr sein Recht. Während ich die Erzählung des Norbert Paulini vorantrieb, das Ohr immer wieder am Leviathan, stellte sich mir die Frage, wer sich eigentlich hinter diesem Erzähler-Ich verbirgt. Hatte ich anfangs geglaubt, mich nicht weiter darum kümmern zu müssen, so musste ich mir mehr und mehr eingestehen, diese Novelle, ich glaubte lange Zeit eine Novelle zu schreiben, etwas naiv begonnen zu haben. Ich hatte auch so etwas Schönes schreiben wollen wie Josef Roth. Aber je länger ich schrieb, desto fragwürdiger wurde mir dieser legendenhafte Stil. Ich entfremdete mich meinem eigenen Ansatz. Testete ich die Wirkung des Geschriebenen an anderen, zum Beispiel an meinem Verlag, erhielt ich eine Zustimmung, die mich zwiespältig berührte. Man fand es wunderbar und erfolgversprechend und man würde davon viele verkaufen. Und das hatte ich ja ursprünglich auch gewollt. Woher kam jetzt mein Ungenügen? Zum einen schien mir die Rollen von Autor und Erzähler ungeklärt. Sie waren so undeutlich, dass sie sich vermengten. Ich kam mir mehr und mehr wie ein Handwerker vor, der eine Geschichte schön auspinselte. Nicht, dass ich diese Geschichte aus dem Arm geschüttelt hätte, oft genug wusste ich nicht weiter, aber ich riskierte überhaupt nichts. Meine Beziehung als Autor und die Beziehung meines Erzählers zum Erzählten blieb letztlich unbeteiligt. Wir erzählten da von einem Antiquar, der durch die Erfahrungen, die er Anfang der 90er Jahre machen musste, sich offenbar nach rechts außen bewegt. Ich hätte hier also eine Parabel schreiben können, mit dem Finger auf Norbert Paulini zeigen und selbst rechtschaffen im Nirgendwo verharren. Was aber war die Rolle von jenem Ich, das ich leichtfertig, heute würde ich sagen Gott sei Dank, übernommen hatte?
Ich konnte jenes Ich nur streichen oder musste diese Frage endlich beantworten. Ich stand also vor der Aufgabe, einen plausiblen Erzähler für diese Art von Novelle zu finden, einen Erzähler, der tatsächlich einen Grund hatte, so zu schreiben, wie ich selbst nicht mehr schreiben wollte. Nachdem mir das bewusst geworden war, tauchte der Erzähler auf wie ein U-Boot, von dem ich zuvor nicht mal das Fernrohr gesehen hatte. Oder sollte ich sagen, er tauchte auf wie ein Wal, wie ein Leviathan? Je deutlicher mir jenes Ich wurde, je mehr ich ihm das Erzählen tatsächlich übertragen konnte, desto besser kam ich mit meiner Erzählung voran, desto sicherer wurde er im Tonfall, desto mehr folgte das Erzählen einer eigenen Logik. Das hieß aber, ich musste auch diesen Erzähler ins Spiel bringen, womöglich als Figur. Geholfen hat mir in dieser Situation Wladimir Nabokovs Roman Pnin. In Pnin taucht der Erzähler immer wieder auf und übernimmt schließlich das letzte der 7 Kapitel als Ich-Erzähler. Und siehe da, plötzlich steht dieser Pnin, ein nach der Oktoberrevolution in die USA emigrierter russischer Slawist, als eine ganz andere Figur da. Denn der, der über Pnin berichtet hat, scheint ein einheimischer Professor zu sein, der sich darauf spezialisiert hat, Pnin nachzuahmen. Auch ich wollte meinen Ich-Erzähler als handelnde Person auftreten lassen. Aber wie? Sollte er ein letztes Kapitel bekommen? Ich fand es einleuchtender, das bisher Geschriebene als sein Manuskript deutlich zu machen. Mir ging es darum zu zeigen, warum er es und warum er es so, wie es war, geschrieben hatte. Ich suchte den richtigen Erzähler für das Erzählte. Das Schreiben ist für mich mitunter ein von vorn nach hinten arbeiten, aber zugleich ist es immer ein Vor- und Zurückspringen. Der Text wächst nicht nur linear, sondern auch gleichzeitig überall. Denn jeder neu geschriebene Satz, jede Veränderung kann theoretisch auf jeden Satz, der bisher geschrieben worden ist, Auswirkungen haben. So wie ich am ersten Kapitel von Peter Holz bis zur Imprimatur des Manuskriptes änderte, so musste ich an diesem Text desto mehr ändern, je bewusster ich mir der Zusammenhänge des Buches wurde. Ich bewundere als alle die Kollegen, die wirklich sagen, ich habe jetzt das erste Kapitel geschrieben, das zweite Kapitel und dann irgendwann sind sie fertig. Aber das kriege ich leider überhaupt nicht hin. Kaum hatte ich den zweiten Teil begonnen, kaum hatte das Erzähler-Ich zu sprechen begonnen, verwandelte sich mit jedem Satz, den er sagte, den ich schrieb, die Erzählung des ersten Teils in eine der möglichen Versionen des Geschehens und dessen Protagonisten Norbert Paulini. Das war sie natürlich auch durch das Erzähler-Ich schon vorher gewesen, gewissermaßen implizit. Jetzt aber wurde der Erzähler zur Figur, der über die Entstehung des Manuskripts Auskunft gibt. Er spricht explizit darüber, warum und wie es entstanden ist. Der zweite Teil wurde zu einer Art Making-of des ersten, das auf jene Konstellation zusteuert, an der die Erzählung aufgehängt ist, an der für den Ich-Erzähler der Impuls entsteht, über Paulini zu schreiben. Diese Konstellation bildet sich aus einer Liebesgeschichte heraus. Der Erzähler und Paulini lieben dieselbe Frau. Sie befinden sich in Konkurrenz zueinander um jene Elisabeth, Lisa genannt, die Paulini seit Gründung seines Antiquariats zur Seite stand und die ihn vor allem über die Wirren zu Beginn der 90er nach dem Verlust des Antiquariats geführt hat. Der Ich-Erzähler kennt Lisa seit seinen ersten Besuchen im Antiquariat. Lisa lädt ihn ein, den 40. Jahrestag der Gründung des Antiquariats, wir sind dann schon im Jahr 2017, mitzufeiern, am besten durch eine Rede oder einen Text. Bei dieser Gelegenheit gut möglich, dass dieser Beitrag das erste Kapitel des ersten Teils ist. Ich würde Ihnen das alles gerne vorlesen, aber das geht jetzt leider nicht. Verlieben sich die beiden offenbar ineinander. Doch schnell wird klar, dass der Erzähler etliche Gründe hat, Paulini als Nebenbuhler zu fürchten. Jenen Mann, der für seine eigene Entwicklung wichtiger als jeder andere gewesen ist, auf den er aber auch herabblickt, weil er jünger und erfolgreicher ist, während Paulini von einem Gravitationszentrum geselligen Lebens immer mehr an die Peripherie von Dresden, immer mehr an den Rand der Gesellschaft gerät. Der Ich-Erzähler schreibt, weil er glaubt, die Unentschiedenheit von dieser, die sich gegenüber Paulini nicht zu ihm bekennen will, die ihn wahrscheinlich mit Paulini betrügt, so wie sie Paulini mit ihm betrügt, nicht anders aushalten zu können. Dahinter steht aber noch mehr. Er will sein jetziges Berliner Leben mit seinem früheren Dresdner Leben versöhnen, dem er sich entfremdet hat.
Nicht zuletzt will er sich eine Bildungsgenealogie verschaffen, die von anderen absetzt, weshalb er die Paulini-Welt, die Welt des Lesens und der Leser von vor 1989, schlechthin überhöht. Ich spreche hier noch vom Ich-Erzähler, weil er lange namenlos bleibt. Figuren einen Namen zu geben, fällt mir immer schwer. Ich hätte einen Namen suchen können, der sich nicht im Schriftstellerlexikon findet. Dass ich ihn Schulze genannt habe, mit einem T im Namen, das meinem Nachnamen fehlt, fand ich folgerichtig. Dabei ging es mir nicht um charakterliche Ähnlichkeiten zwischen Erzähler und Autor, sondern allein darum, dass es sich um jemanden wie mich handelt. Der Erzähler Schulze, mein Vorname, taucht nie auf, bewegt sich in einer Welt, die der meinen ähnelt. Schulze und Schulze sind mehrfach privilegiert, vor allem dadurch, dass sie von ihrem Schreiben leben können. Darüber hinaus sind sie gut integriert in das literarische Leben, siehe heute. Sie haben über das Literarische hinaus auch Zugang zu den Medien und damit zu einer gewissen Öffentlichkeit. Je länger ich schrieb, desto fragwürdiger wurde mir dieser Schulze. Das lag natürlich auch daran, dass ich ihn etwas tun ließ, was aus verschiedenen Gründen tabu sein sollte. Er schrieb über einen konkreten Menschen, er bemächtigte sich dessen Biografie und verfügte schreibend über ihn. Er tut es, das darf ich ihm zugestehen, aus seelischer Notwehr, weil er das Paulini-begeisterte Gerede von Lisa nicht mehr erträgt. Er will den Spieß umkehren, er will jetzt ein Bild von Paulini entwerfen, das Lisas Schilderungen als Zulieferungen aufnimmt, aber er bestimmt, welche Erzählung von Paulini entsteht. Wenn Eifersucht Angst vor dem Vergleich ist, dann wird bei jenem Schulze das Schreiben über Paulini zu einem gewaltvollen Akt, der ihn selbst, Schulze, überhaupt von der Vergleichbarkeit entheben soll. Niemand von uns wäre wohl sonderlich erbaut darüber, wenn jemand ungefragt über uns eine Erzählung verfasste, noch dazu vielleicht jemand, der zwischen mir und derjenigen steht, die ich zu lieben glaube. Ich versuchte, Schulze als Figur zu stärken, indem ich ihn an Lisa tatsächlich leiden ließ, indem Lisa keineswegs nur der Engel ist, der zwischen beiden Welten zu vermitteln sucht. Lisa spielt, aus welcher Not heraus auch immer, ein doppeltes Spiel. Am Ende des zweiten Teils stehen sich der Schriftsteller Schulze, zugleich Erzähler des zweiten Teils und im Roman Autor des ersten, und der Antiquar Norbert Paulini gegenüber. Paulini scheint nichts mehr mit jenem gemein zu haben, den der Schriftsteller Schulze anfangs geschildert hat. Dieser Antiquar verrät die Bücher und Schlimmeres. Er war, sofern ich Schulze Glauben schenke, sogar eine Gefahr für die Gesellschaft geworden. In dem Aufeinandertreffen der beiden droht Paulini Schulze: Sie veröffentlichen nichts über mich, Punkt, weil ich es nicht will, Punkt. Ich sage auch, wenn ich es nicht will, veröffentlichen Sie gar nichts mehr, nie mehr. Aber so bedeutsam sind sie nicht. Machen Sie nicht solche Augen. Was die Ayatollahs können, können wir schon lange, nur dass wir vorher nicht so viel Gedöns machen. Ist Paulini also tatsächlich ein rechter Anführer geworden? Als Autor bin ich der befangenste Leser des Buches. Daran ändert auch mein Eindruck nichts, dass die rechtschaffenden Mörder jenes meiner Bücher ist, bei dem ich mich selbst am meisten auch als Leser fühle. So befremdlich das klingen mag, aber ich nehme gern an der Deutung des Romans teil. So ist mir erst nach dem Erscheinen die womöglich naheliegendste Erklärung für diesen Showdown der beiden Männer aufgegangen. Könnte es nicht sein, dass Paulini nun seinerseits den Spieß umdreht und Schulze, der sich die Deutung seines Lebens anmaßt, einschüchtern und ihm Angst machen will? Wenn Schulze ihn als rechtsextrem schildert, dann liebt Paulini dem Affen Zucker. Er blöfft und gebärdet sich als Anführer einer Truppe, die zu allem bereit sein soll. Könnte das nicht zu einem wie Paulini passen? Wie aber nun weiter? Wie sollte das Ende des Buches aussehen? Sowohl mit dem Manuskript über Paulini wie mit dem Bericht über die Entstehung des Manuskriptes war stets nur Schulze mit TZ zu Wort gekommen. Ich suchte nach einem anderen, einer Nicht-Schulze-Sicht, die sein Manuskript Teil 1 und seine Erzählung Teil 2 zu relativieren vermochte. So wie im ersten Teil der Erzähler aus dem Erzählten aufgetaucht war, war nun, da ich Schulze Teil 2 erzählen ließ, ein Adressat seines Sprechens aufgetaucht. Der hat immer eine Anrede, der spricht immer an. Sie haben keine Vorstellung davon oder Sie werden kaum ermessen können und so weiter.
Wer aber kann das Manuskript eines Schriftstellers auf dem Tisch haben und wem erzählt er womöglich, wie sein Manuskript entstanden ist? Die Antwort erscheint mir heute naheliegend. Die Lektorin von Schulze. Als diese Idee auftauchte, kam es mir so vor, als habe die Figur der Lektorin seit Beginn des Romans in den Kulissen darauf gewartet, auf die Bühne gerufen zu werden. Sie hatte meinem Erzähler zugehört, ihr hatte er seine Geschichte erzählt, ihr lag das vorläufige Manuskript vor, aus dem sie ein stimmiges, wie auch gut verkäufliches Buch machen wollte. Zu Beginn des dritten Teils, der von der Lektorin Theresa erzählt wird, sind Paulini und Lisa tot. Ob der Sturz von der Goldstein-Aussicht ein Unfall, ein Selbstmord oder ein Mord war oder eine zufällige Verbindung des einen mit dem anderen, bleibt offen. Theresa besitzt genug Kaltschnäuzigkeit, um alles daran zu setzen, aus dem Manuskript ein gutes und erfolgreiches Buch zu machen. Warum auch sollte für sie der Tod von Paulini, den sie, wie auch Lisa, nie kennengelernt hat, nicht Erleichterung bedeuten? Nun wird ihr Autor nicht mehr bedroht, seine Liebesirrungen und Wirrungen haben ein Ende gefunden, wenn auch ein bitteres, und der Verlag braucht keine Klagen zu befürchten, denn Schulze hatte sich, wie Theresa feststellen muss, nicht mal die Mühe gemacht, den Figuren andere Namen zu geben. Theresa ermutigt Schulze zum Weiterschreiben, denn eigentlich habe er alles richtig gemacht. Doch dann passiert etwas, das sie wohl am wenigsten erwartet hat. Aufgrund einer Bemerkung von Schulze über den Tod der beiden wird wider Willen in ihr ein Verdacht geweckt, der sie immer mehr bedrängt und sie schließlich das ehemalige Antiquariat von Paulini aufsuchen lässt. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich so viel inhaltlich referiere, aber ich kann nicht über die Konstruktion sprechen, ohne den Auswirkungen auf den Inhalt darzustellen und umgekehrt. Ist Theresas Schützling Schulze tatsächlich verdächtig? Ist Theresa Schützling Schulze tatsächlich verdächtig, einen Mord oder gar Doppeltmord begangen zu haben? Ist es Paulini vielleicht zum Verhängnis geworden, dass Schulze seinen Bluff für bare Münze genommen hat, wenn es denn ein Bluff war? Mit wem aber sollte die Lektorin sprechen? Schulze schied aus, die anderen beiden Hauptfiguren waren tot. Ich kann nicht mehr rekonstruieren, wie ich auf die Idee kam, mir bei meinem Freund und bewunderten Kollegen Cevat Karahasan Hilfe zu holen. Ich habe ihn nicht angerufen und gefragt, ob er mir den Roman zu Ende schreibt oder mir zumindest sagt, wie ich es anstellen sollte. Ich habe mir eine Figur von ihm geliehen und erst danach gefragt, ob ich es darf. Yusuf Potschan-Livniak entstammt dem 2016 auf Deutsch erschienenen Roman »Der Trost des Nachthimmels«. Juso, gebürtig aus Livno, ist Bosnier. Er hat in Sarajevo studiert und spezialisierte sich auf Handschriften, die zwar auf Bosnisch abgefasst sind, allerdings in einem Bosnisch, das mit arabischen Buchstaben geschrieben wird und Alhamjado genannt wird. Jusos Arbeitsgebiet verschwindet jedoch am 25. August 1992 innerhalb weniger Stunden. Es wird ausgelöscht, als die Universitätsbibliothek von Sarajevo, die im alten Rathaus untergebracht war, die Vjesnica nach dem Beschuss mit Phosphorgranaten durch die serbischen Belagerer der Stadt niederbrannte. Etwas vereinfacht gesagt, ist Juso in Cevat Karahasans Roman derjenige, der eine der vernichteten Handschriften aus dem Gedächtnis neu schreibt und sich somit in die Reihe der Erzähler einreiht, die die Geschichte um den großen Gelehrten und Schriftsteller Khayyam aus dem 11. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart überliefern und uns heute Lebenden überreichen. In Juso haben wir also auch einen Schriftsteller. Diese Eigenschaft ist einerseits entscheidend, andererseits habe ich nicht gewagt, es explizit aufzugreifen. Die Aura dieser Figur, für deren Entstehung es viele Jahre, sehr viel Erfahrung und einen ganzen Roman gebraucht hat, kann ich nicht wie nebenbei neu erschaffen. Und bloße Behauptungen sind literarisch wertlos. Mein Umgang mit der Figur lässt sich am ehesten damit vergleichen, als würden sie einem weltweit verehrten Menschen im Zug begegnen, ohne von dessen Ansehen und Verdiensten zu wissen. Sie erleben ihn als zufälliges Gegenüber im Abteil. Aber vielleicht staunen sie trotzdem über ihn, seinen Charakter, seine ungewöhnliche Argumentation. Ich lasse Juso, der bei Cevat Karahasan nach Norwegen emigriert ist, nach Deutschland, nach Dresden weiterreisen, um ihn als Paulinis Gehilfen in der sächsischen Schweiz anzusiedeln. Ohne Juso Potschan-Livniak wäre der Roman natürlich nicht nur ein anderer geworden. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn ohne Juso zu Ende hätte bringen können.
Natürlich würde ich sagen, ich brauchte eine Figur, die nicht nur über Erfahrungen verfügt, die den meisten der heute lebenden Deutschen erspart geblieben sind, sondern die aus diesen Erfahrungen heraus auch anders handelt. Darin ist Juso seinem Schöpfer nicht unähnlich. Juso weigert sich, die Welt in Freund und Feind einzuteilen. Vor allem weigert er sich, sich selbst zum Feind machen zu lassen. Für ihn ist das, was sein Gegenüber sagt und tut, auch von seinem eigenen Sprechen und Handeln abhängig und umgekehrt. Juso ist es, der einen ganz anderen Paulini beschreibt, als wir ihn bisher kannten. Therese ist verwirrt. Von Juso erfährt sie, dass ihr Schützling Schulze ihn aufgesucht hat und ihm gedroht hat. Vergiss niemals, wer darüber entscheidet, welche Wahrheit in mein Buch gelangt. Der Finger, der anfangs anklagend auf Paulini zeigte, kehrt sich nun gegen den Erzähler Schulze selbst. Juso kümmert sich unter schwierigen Bedingungen um die verwaisten Bücher des Antiquariats und setzt so unausgesprochen fort, was schon seine Berufung im Trost des Nachthimmels gewesen ist. Bücher vor der Vernichtung zu bewahren. Bücher, ohne die wir nicht die Lebewesen wären, die wir sind. Der Verlust der Bibliothek oder des Antiquariats ist ein menschlicher Verlust, so wie all die Toten des Krieges. Ob sich Juso am Ende doch noch mit Theresa verbündet gegen jene, die nicht nur im Verdacht stehen, die Bücher zu verraten, entscheidet sich nicht mehr in diesem Roman. Natürlich existiert Literatur immer nur in denjenigen, die bereit sind, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und immer wird man als Leserin oder Leser seine eigenen Erfahrungen damit abgleichen. Die für mich zunehmend wichtige Frage aber ist, wie das Buch Ihnen auf Ihr Angebot, ihm Lebenszeit zu widmen, antwortet. Will es Ihnen etwas verkünden oder erzählen, so wie es gewesen ist, was die Leserinnen und Leser dann akzeptieren können oder nicht? Oder will es diejenigen, die es lesen, zu Gesprächspartnern machen, wie es Jevad Terahasan formuliert hat? Ich bin an anderer Stelle der Frage etwas ausführlicher nachgegangen, wie ein Roman oder eine Erzählung beschaffen sein sollte, um einen Dialog zwischen Buch und Lesenden auszulösen. Denn es gibt meiner Ansicht nach einen unauflöslichen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie ein Roman oder ein anderes Kunstwerk in seiner Struktur, seiner Selbstreflexivität, seiner Erzählperspektive und seinem Stil gemacht worden ist und seinem Inhalt, seiner Weltsicht, die sich mir als Leser vermittelt. Ich hoffe, dass beide Romane, von deren Entstehung ich Ihnen berichtet habe, diejenigen, die sie in die Hand nehmen, als Gesprächspartner behandeln. Das heißt, sie sind es, die ihre eigenen Erfahrungen mobilisieren müssen, um zu einer Deutung zu kommen, die ihnen eben nicht verkündet oder erklärt wird. Sie müssen mit der Ambivalenz der Figuren und der Handlung zurechtkommen. Sie müssen herausfinden, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen eine Figur womöglich Recht hat oder nicht. Und vielleicht müssen sie gerade darüber mit anderen reden, denn es gibt hier keine Erzählinstanzen, denn sie, denen Sie vertrauen können, keinen Fixpunkt. Wenn aber ein erzählerischer Fixpunkt fehlt, wenn alles in Beziehung aufgelöst ist, steht der Wahrheitsgehalt jeder Aussage prinzipiell in Frage. Jede Figur ist relativ, also unsicher. Was die wahrscheinliche Wahrheit ist, können nur Sie entscheiden, die sich die Zeit nehmen zu lesen. Ihre Erfahrungen, Ihr Gespür, Ihre Genauigkeit sind gefordert, um im Dialog mit dem Romangeschehen, mit seinen Figuren, seinen Geschichten, seiner Konstruktion, den Geschichten und der Geschichte eine Deutung zu geben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich bleib hier nicht stehen, damit Sie noch weiter klatschen, auch wenn ich mich da sehr drüber freue. Ich bleibe hier eigentlich stehen, weil wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ich habe mich doch mehr gekürzt, als ich dachte. Und wenn Sie also jetzt gleich etwas bemerken, sagen möchten, wenn Sie am Mittwoch oder Donnerstag keine Zeit haben zu kommen, so können Sie das gerne tun. Dort ist ein Mikro und das würde Ihnen gegeben und dort auch noch. Also Sie sind
herzlich eingeladen, mich zur Rede zu stellen, oder? Diejenigen, die noch ein bisschen brauchen, um sich die Frage zu überlegen, das kann ich vielleicht auch dazu sagen, die können auch nachher dann noch in den Dialog mit Schulze ohne Tee treten. Wir haben auch ein paar Weingläser und die dazugehörigen Flaschen aufgestellt. Also Sie müssen auch nicht hungern, wenn Sie Fragen stellen und nachdenken. Sie können trinken und sogar ein bisschen essen. Aber wenn Sie eine Frage haben, die jetzt allen gilt vielleicht, dann freuen wir uns natürlich. Wenn sich keiner traut, frage ich das wirklich sehr banal. Bitte, fragen Sie. Das müssen Sie mir verzeihen, dass ich banal frage. Wieso TZ? Wieso der Holz? Der Holzkompass und das TZ? Was gefällt Ihnen an dem TZ, für den Sie auch einen eigenen Namen so Rendel. Ach, das ist sehr schön. Wissen Sie mal, das ist wirklich kein Gerede, wenn ich sage, man lernt seine Bücher durch die Leserinnen und Leser kennen. Also wie gesagt, ich selbst bin der befangenste Leser und ich muss Ihnen gestehen, dass mir das noch gar nicht aufgefallen ist. Also das war bei Schulze, dachte ich, ja, also wie verfremde ich meinen Namen, dass er trotzdem so klingt. Also das war relativ einfach. Bei Holz dachte ich, Holz ist irgendwie zu warm und der Peter ist furchtbar steif. Und den habe ich durch so einen Tee versteift und dachte, den Nachnamen gibt es nirgendwo. Und irgendwann guckte ich in irgendwo so ein Telefonbuch rein und war entsetzt, wie viele Holz es mit TZ gibt. Aber es waren Entscheidungen, die ich sozusagen jeweils auf das Buch hin begründen konnte. Und wie gesagt, ich finde Namen immer sehr schwierig. Hier bei Schulze mit TZ hat das, glaube ich, eben wirklich. Ja, also man muss sich schon auch, sagen wir mal so, der etwas erzählt, muss sich ja auch irgendwie zur Disposition stellen. Und das war für mich eine ganz gute Möglichkeit, mich da ins Spiel zu bringen, ohne zu sagen, das bin ich jetzt. Also ich meine, es ist natürlich immer die Frage, wie viel davon von Ihnen steckt jetzt da drin. Das würde ich beantworten, wenn ich wüsste, wer ich bin. So, also das ist ja immer irgendwie, wer bin ich, um Gottes Willen. Also gibt es ja viele Antworten drauf, die ich lieber anderen überlasse. Um beim Namen zu bleiben, ist es Zufall. Bitte auf das Mikrofon warten. Einen Prominenten erwähnt von der Firma SAP, der HP heißt, nicht SAP, sondern HP und jetzt heißt er PH. Sie hatten ja eine Anlehnung dann schon zusammengetragen. Aha, nee, das war mir auch nicht auf. Ach was? Das kann ja jetzt nicht mehr sein. Ja, also das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das ist natürlich das Schöne, wenn man die Dinge, also in dem Essayband, das sind einfach Texte, die sind über 10 Jahre hinweg und länger entstanden. Und wenn man die dann zusammen in so einem Buch hat, dann reagieren die natürlich aufeinander, dass sie das jetzt in Verbindung mit dem Roman bringen. Also nur weiter solche Erkenntnisse für mich. Ja, bitte. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ich wollte mal eine Frage stellen Richtung Werkstatt. Sie haben das ja angedeutet. Also man hat ja immer die beiden Kategorien irgendwie Charakter und Plot. Ja, das haben Sie. Also Sie haben gesagt, der Charakter taucht irgendwie auf im Prozess des Schreibens. Jetzt stelle ich mir das aber doch schwierig vor, wenn nicht irgendwie der Plot in seinem Rahmen irgendwie steht. Also vielleicht können Sie das nochmal sagen. Also was ist sozusagen fest? Und wo kann sich so eine Improvisation, so ein Kommenlassen dann eigentlich entfalten? Weil also irgendwie müssen doch die Pfosten oder die Pfeiler eingeschlagen sein, der Handlung, des Plots, stelle ich mir vor. Also in groben Umrissen zumindest. Skizzieren Sie sich das irgendwie oder haben Sie ein Schema oder so? Ich glaube, dass es darauf, dass jede Kollegin, jeder Kollege das vielleicht anders beantworten würde. Bei mir gibt es das leider nicht. Also natürlich macht man sich Gedanken, wie das Ding aussehen könnte und wo das landet, wo das hingeht. Aber gerade bei diesen beiden Büchern bin ich wo ganz anders raus gekommen. Und ich habe Kollegen, Kolleginnen, die machen einen Plan und wissen genau, das schaffe ich jetzt in 3 bis 3,5
Jahren, was ich ja auch irgendwie bewundere. Also das fehlt mir. Ich habe ja mit Erzählung eigentlich angefangen und habe die Erzählung teilweise dann eben in simple Storys dann miteinander verbunden, was meiner Ansicht nach tatsächlich ein Roman geworden ist, und musste dann lernen bei Neue Leben, als ich meinen ersten richtigen Roman anfing, dass das anders steht als bei einer Erzählung. Bei einer Erzählung hat man immer irgendwie einen Dialog, ein Wort, also man fängt immer mit irgendwas an. Und bei so einem Roman habe ich dann gelernt, das lernt man wahrscheinlich in jedem Schreibkurs im ersten Monat, dass man sich über die Figuren klar werden muss. Das hatte ich irgendwie nicht begriffen. Und habe das also wirklich Lehrgeld bezahlt und finde, dass man ungefähr wissen muss, wie die Figuren auf die Welt gucken. Und dann fängt man an, die in Situationen zu schicken, und dann wandeln die sich auch. Aber bei mir ist das wirklich ein tagtäglicher Vorgang. Also manchmal weiß ich schon, morgens, das ist dann immer, sind dann die besseren Tage, wo ich ansetzen könnte und wo es dann weiter geht. Aber das ist in den seltensten Fällen leider so. Also ich muss am Computer sitzen und schreiben. Also manchmal fällt einem auch irgendwie was beim Zähneputzen ein oder so, aber ich kann nicht spazieren gehen und dann setze ich mich hin und sage, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber es ist eigentlich immer, dass man immer nur Unbekannte in der Hand hat. Also eigentlich muss man, wenn man den ersten Satz schreibt, den letzten wissen und umgekehrt. Und deshalb ist das bei mir ein ständiges Vor und Zurück. Und wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, ich bin angewiesen auf einen Computer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die das mit Hand gemacht haben. Das wäre bei mir unglaublich furchtbar geworden. Ja, bitte. Ich habe eine Frage zu den rechtschaffenen Mördern. Den anderen Band kenne ich leider bisher nicht. Ich bin zwar nicht im Osten geboren, aber seit 1986 jedes Jahr oder fast jedes Jahr mindestens einmal in Dresden gewesen und habe diese Stadt immer sehr gemocht und auch bewundert für diesen Bürgersinn und Geschichtsbewusstsein und so. Und war dann vor einigen Jahren ziemlich entsetzt, in welche Richtung da doch offenbar relativ breite Teile der Öffentlichkeit, auch der eigentlich bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit, offenbar abgedriftet sind. Den ersten Knacks in meiner Identität mit Dresden oder so hat der Bürgerentscheid pro Waldschlösschenbrücke damals gemacht, als da plötzlich die ansonsten heilig geschützten Elbwiesen dann für besseren Straßenverkehr doch sehr bereitwillig zur Disposition gestellt wurden. Aber mich treibt nach wie vor die Frage um, wie konnte das aus diesem eigentlich doch sehr positiven Hintergrund plötzlich hervorbrechen, und vielleicht war es auch schon immer da im Hintergrund irgendwo, und wie groß ist das Gewicht von solchen rechtsextremen Denkweisen in einer bürgerlich-intellektuellen Öffentlichkeit in Dresden inzwischen nach Ihrer Einschätzung? Ich muss vorausschicken, dass ich bin in Dresden geboren, aufgewachsen, Abitur gemacht. Und dann bin ich 81 für anderthalb Jahre zur Armee gegangen, dann in Jena gewesen, Altenburg, Petersburg, Berlin. Ich bin also eigentlich mit 18 von Dresden weg. Ich will das nur sagen, spielt vielleicht doch eine Rolle. Man sieht Dinge anders, wenn man immer an dem Ort geblieben ist und das so nach und nach miterlebt hat. Der von mir sehr verehrte, bewunderte Thomas Rosenlöcher, der in diesem Jahr leider gestorben ist, der hat dieses wunderbare Buch, er hat ganz viele wunderbare Sachen gemacht, aber die verkauften Pflastersteine. Und da beschreibt er Dresden vom September oder Oktober 89 bis zum März 90 oder vielleicht noch ein bisschen weiter. Und ich habe das jetzt noch mal gelesen und ich muss sagen, es war mir so fremd, was er beschreibt. Ja? Also selbst, ich habe ja den 89, 90 in Altenburg und Leipzig erlebt, das war einfach ganz anders als Dresden, muss ich so sagen. Also in Dresden war sozusagen die SPD schon die Roten. Er beschreibt, wie Willy Brandt auf dem Altmarkt ist und der Altmarkt ist nur halb gefüllt und von der Kreuzkirche flattern die Wahlzettel für die Allianz für Deutschland.
So, und wie man das erklärt, ist für mich sehr, sehr schwierig. Dresden hatte ja sofort eine unglaubliche Zustimmung zur CDU. Die hatten ja dann Biedenkopf als Ministerpräsidenten. Und es war noch bei der 1994 bei der Wahl, wenn nicht sogar noch eine Wahl später, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber wo die CDU, also 94, auf jeden Fall 94 noch, wenn ich noch mal die absolute Mehrheit hatte in Sachsen, also ganz, ganz deutlich. Und meine Theorie ist aber, es ist immer sehr, sehr schwierig, das zu generalisieren, weil man natürlich sofort andere Beispiele findet und andere Argumente dagegen. Und es wäre auch beispielsweise interessant, wie Biedenkopf das Sächsische instrumentalisiert hat. Niemand hat so viel in die sächsische Identität in Universitäten, Lehrstühlen, Forschungsdingen investiert wie Biedenkopf und die Sachsen in ihre eigene Geschichte. Aber meiner Ansicht nach war in Dresden, jetzt fragen Sie mich nicht, warum das so ist. Das kann ich Ihnen einfach nicht wirklich erklären. Ich kann nur sagen, dass die Ost-CDU am liebsten immer in Dresden ihre Parteitage abgehalten hat. Und die Ost-CDU fand ich immer mindestens so fürchterlich wie die SED. Also war mir meistens fast noch unangenehmer, muss ich ehrlich sagen. Also weil es bei denen gab es dann Gorbatschow-Leute und also ich... Wäre ein eigenes Kapitel. Also die Ost-CDU liebte immer Dresden und das sagt, glaube ich, schon etwas. Aber dass diejenigen, die besonders schnell D-Mark jetzt, Deutschland einig Vaterland, die das besonders schnell wollten und damit natürlich 1990 Entscheidungen mit bewirkten oder möglich machten, die ganz viele Verwerfungen in den nächsten Jahrzehnten zur Folge hatte. Dass die etwas mit angestoßen haben und plötzlich merken, was passiert hier eigentlich, wieso stehen wir draußen? Also man muss eigentlich immer sagen, wenn man über Ostdeutschland spricht, es gibt keinen Landstrich in Europa, wo denen, die den bewohnen, so wenig an Grund und Boden, an Immobilien, an Betrieben gehört, dass die in Leitungspositionen sind, auch im Osten in der Minderheit sind. Also das kommt alles dazu. Und das hat natürlich auch viel zu tun mit den Entscheidungen, die 90 getroffen wurden. Und nirgendwo sind die so vehement pro getroffen worden und auch lange begrüßt worden wie in Dresden. Und dann ist halt die Frage, was machen eher konservative Wähler, die überall Rote und Kommunisten wittern, wenn sie enttäuscht sind. Die gehen nicht nach links, die gehen weiter nach rechts. Das ist jetzt so ein bisschen Küchenphilosophie, aber da gibt es, glaube ich, viel, viel zu sagen und das ist ein ganzes Bündel. Man muss fairerweise aber auch sagen, wenn man sich die ganzen Sachen anguckt, die Ideengeber, da kommt, die sind natürlich aus dem Westen angereist, ne? Also die ganzen Spitzen, auch AfD, bis auf Timo Chrupalla aus der Nähe von Görlitz, ist das sozusagen erstmal insinuiert oder sozusagen Strukturen gegeben. Und das, also wenn man sich das anguckt, es gibt ein wunderbares Buch, ein sehr hartes Buch von Manja Prekels, die ist, oh, ich glaube, 20 Jahre jünger oder noch jünger als noch mehr, die sozusagen Teenager war, 89, und die beschreibt, wie in der Nähe von Berlin, wie das sozusagen nur, also die nur gerannt sind und Angst um ihr Leben hatten, wie die Neonazis da auftauchten. Und es ist natürlich, man muss sagen, es gab von heute auf morgen 70% Deindustrialisierung. Also wenn Sie sich mal angucken, es hat 17 Jahre gedauert, bis das Niveau wieder erreicht wurde, was es 89 gab. Und naja, und dann, also ich kann da zu lange drüber reden. Ich hätte noch eine Frage zum rechtschaffenen Mörder. Bei der Lektüre war ich und ich glaube auch andere vielleicht sehr irritiert durch die Konstruktion mit den drei Teilen. Nach Ihrem Vortrag heute verstehe ich, wie das entstanden ist. Hatten Sie den Eindruck, dass die Rezensenten insgesamt die Leserschaft den Roman verstanden hat, die Konstruktion, wie sie es jetzt nun dargelegt haben?
Ja, um ehrlich zu sein, habe ich das auch erst allmählich verstanden. Das ist jetzt kein irgendwie Bonmot oder so, aber mir erschien das einfach zwingend. Mein Schreibansatz war, das kann man jetzt irgendwie unreif finden, aber es war tatsächlich diese Freude, ich will auch so was Schönes schreiben wie Josef Roth. Eigentlich könnte man denken, dass das hätte ich wissen müssen, dass das so einfach nicht aufgeht. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man auf die Widerstände hört. Und so ist es, dann hat sich das dann herausgebildet. Aber dass das eigentlich Manuskript, dann einer, der darüber spricht, wie er das geschrieben hat, und dann kommt die Lektorin, erscheint mir jetzt eine sehr, sehr einfache Struktur. Ich hätte es Ihnen so, wie ich es Ihnen jetzt sage, nicht mal in dem Moment sagen können, als das Buch erschienen ist. Es war einfach so. Warum das so ist, weiß ich nicht. So. Ich finde es schon sehr wichtig, dass man sich möglichst der Dinge bewusst ist, die man tut. Also ich finde das wichtig, dass man sich versucht, Rechenschaft über das abzugeben. Aber ich war auch ein bisschen über mich erschrocken, wo ich rauskam, weil ich so ambivalent rauskam. Ich dachte, naja, ich hätte selbst gerne ein bisschen eindeutiger gehabt, sozusagen anklagender. Und im Nachhinein bin ich aber froh, dass es nicht so ist. Und es ist natürlich wirklich, ich habe es ja, glaube ich, erwähnt, der Klappentext, da, also ich bin dafür auch schon mitverantwortlich, aber der war nicht gerade der Rezeption dienlich, weil der einfach so auf diesen Paulini abhebt. Aber es ist tatsächlich, dass ich im Lesen plötzlich steht der Schulze, der darüber schreibt, was da passiert, steht der, ist in Frage. Ob der der Mörder ist, weiß ich nicht, aber er erzählt auf jeden Fall, ist vielleicht der Verdächtigste. Und da, also es hat ein Interview mit dem Spiegel, und da gibt es tatsächlich, da haben dann sogar das Foto abgedruckt, wo ich dem Weidermann sagte, der sagte, das war nicht der Schulze, doch nicht der Schulze. Und ich sage, also gucken Sie mal, lesen Sie und zeigt dem die Stelle. Und das ist lustigerweise da gab es einen ganz großen Widerstand, dass sozusagen einer wie auch er und ich sozusagen da fragwürdig werden könnten. Und meine Rezensionen sind schon auch immer sehr unter Zeitdruck. Ich glaube, die Zeit hat damit geglänzt, dass sie immer statt von Norbert Paulini von Peter Turini schrieb. und wirklich, ich dachte erst, es hat irgendwie einen konzeptionellen Sinn, aber das war einfach eine Verwechslung, und aus dem Elbe-Hochwasser wurde die Oderflut, und also das war ziemlich furchtbar. Also ich finde nicht, dass, wie das Dorothee Chimmich gesagt hat, dass ich da immer so toll beachtet und gefeiert werde, aber das finde ich ist ja auch völlig normal, dass das nicht so ist, und es wäre ja auch furchtbar, wenn man immer die Zustimmung hätte, und vielleicht bin ich auch sogar ein bisschen verwöhnt, also ich will mich jetzt gar nicht in der Wahrnehmung keineswegs beklagen, aber wie gesagt, manchmal dachte ich schon, ihr professionellen Leser, ihr werdet dafür bezahlt, jetzt guckt mal genauer hin. So, aber wie gesagt, ich selbst hätte auch Schwierigkeiten gehabt, eine Rezension zu schreiben. Ja, bitte. Ja, ich wollte Ihnen gerne danken, dass Sie Ihre Reflexionen mit uns teilen, die Ihnen jetzt deutlich geworden sind. Ich fand es unglaublich interessant und inspirierend zu hören, wie die Figuren entstanden sind und die Romanverläufe und auch ihr Ringen oder die unterschiedlichen Schriftarten so mitzuvollziehen. Anvollziehen zu können. Also vielen herzlichen Dank. Ich finde das total freut spannend. Mich, weil ich ja dachte, wen interessiert das jetzt? Aber ich bin hier so ermutigt worden, und insofern danke ich Ihnen. Ja, dann würde ich sagen, würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich freue mich sehr auf die morgige Vorlesung. Ich muss jetzt einfach mal auch sagen, das ist
es ist ja jetzt auch kein Zufall, dass wir glücklicherweise hier zusammen sind. Es gibt von den lebenden Autorinnen und Autoren keinen, der für mich diese große Bedeutung hat wie Djawad Karahasan, weil das ist für mich, also ich meine, nicht nur, dass ich diese Figur übernommen habe, ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel von ihm gelernt und ich freue mich morgen sehr auf seine Vorlesung und würde mich auch freuen, wenn wir uns Mittwoch, Donnerstag, da können wir ja noch weiterreden. Vielen Dank Ihnen allen.